Hallo, hallo, meine Lieben. Ich habe gedacht, ich mache mal ein Video von unterwegs. Schaut mal, mega schön blauer Himmel. Es könnte relativ mühsam für euch werden, weil es immer so gewackelt. Aber entweder schaltet ihr jetzt weg, wenn ihr nicht damit umgehen könnt, oder sonst schaut ihr weiter. Also ich hoffe, es geht euch gut. Irgendwie habe ich ein Bedürfnis, um über ein Thema zu reden, das ich eigentlich gar noch nicht so genau weiss, wo es hinführt. Aber ich habe momentan einfach so viele Frauen in der Beratung, die mega an sich selber zweifeln. Und zweifeln im Sinne von, sie haben mega hohe Erwartung an sich selber. Sie haben aber auch mega hohe Ansprüche an sich selber und haben wirklich den Hang so ein bisschen zum Perfekt sein wollen. Und irgendwie beschäftigt mich das, weil ich denke immer, warum sind so viele Frauen so streng mit sich selber? Weil, seien wir ehrlich, zu eurer Freundin sind ihr doch auch nicht so. Wenn eure Freundin sagt, hey, hast du das Gefühl, ich habe ein bisschen zugenommen, ist die Hose enger, sagt ihr ja auch nicht, oh, du fette Sau, bringst aber auch nichts auf die Reihe. Oder? Also hoffentlich nicht. Und ich denke immer, warum sind wir dann zu uns selber so? Warum reden wir mit uns nicht auch wie mit einer besten Freundin? Weil das ist ja eigentlich das Mindeste, was wir verdient haben, oder? Und ich glaube, wir erreichen so viel in unserem Leben. Aber gerade heutzutage mit Social Media haben wir halt sehr viel Vergleich. Und ich sage das immer und immer wieder, aber Social Media ist einfach etwas, wo das Perfekte von einem Menschen zeigt. Man lässt das perfekteste Foto von 90 Fotos. Man lässt die guten Momente hoch, die Momente, wo man sich daran erinnern will. Man macht eine Story von ja, so ein bisschen speziellen Momenten oder von lustigen Momenten. Aber doch nicht brüllend oder zweifelnd oder ja, wenn es einem nicht gut geht. Und durch das ist, glaube ich, die Gefahr relativ gross, dass man eben auch vergisst, dass es in diesen Leuten in ihrem Leben die Momente aber trotzdem gibt. Und das ist nicht ein Vorwurf. Ich finde wirklich, dass das auch nicht muss sein, dass man die Seite von sich zeigt. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn es mir nicht gut geht, muss ich das nicht Tausende von Leuten zeigen. Also ich glaube, ich hoffe, dass immer auch so ein bisschen einer Meinung ist. Es ist etwas anderes, wenn man mal ein Tief hat und einfach so ein bisschen, ja, gewisse Zweifel, die man auch mal teilen kann. Ich sage nicht, man soll nur das Perfekte zeigen, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen Verständnis für die Privatsphäre haben von den Leuten. Ja, und dass man das dann eben nicht zeigt. Und darum würde ich eigentlich wie so ein bisschen appellieren zum gesunden Menschenverstand, dass wenn man aber jemand ist, der den Content konsumiert, dass man das nicht außer Acht lässt. Weil es ist eigentlich in eurer Verantwortung, zum entscheiden, wem folgt ihr, wie vielen von denen folgt ihr, was mögt ihr überhaupt verleiden. Weil ich glaube, auch da, es ist im Fall, es schneit dort oben. Ich habe viel zu viel an. So viele Schichten. Wie so ein Teddybär. Und eben, ich glaube einfach, es ist in der eigenen Verantwortung, gerade wenn man eher so ein bisschen dazu tendiert, um sensibel zu sein, dass man auch nur den Leuten folgt, die einem eben gut tun. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so auf das Social Media gehen, sondern eben so ein bisschen auf die Selbstzweifel. Und wir Frauen sind ja, glaube ich, schon so ein bisschen prädestiniert, um möglichst alles unter einen Hut zu bringen und möglichst perfekt dabei zu sein oder dabei auszusehen. Vielleicht muss man es auch so sagen. Ich habe gerade gestern mit jemandem darüber geredet und gesagt, eben, schlussendlich, ich meine, stell dir mal vor, du kannst doch nicht die perfekte Freundin sein, die sexy ist, die intelligent ist, die lustig ist, die attraktiv ist, die immer geschminkt ist, die fleissig ist, die den Haushalt noch immer macht.
Weil das ist ja erst eine Rolle, oder? Also das ist erst die Freundin. Und dann kommt ihr noch dazu an, wir sind vielleicht noch Schwester, wir sind vielleicht noch Mutter, wir sind vielleicht noch Kollegin, Arbeitnehmerin, vielleicht auch Arbeitgeberin. Und wir können doch nicht in jeder Rolle alles perfekt machen. Warum haben wir das immer das Gefühl? Ich verstehe das nicht im Fall. Ich bin sowas von nicht perfekt, ehrlich. Und ich glaube, ich würde mir so ein Bein stellen, wenn ich das probieren würde zu sein. Weil das würde mir so einen Stress machen, dass ich gar nicht mehr so leicht leben könnte, wenn ich sie jetzt kann. Und ich meine, das würde ja meine ganze Persönlichkeit verändern. Und ich glaube, das ist das, was bei vielen, oder ja, doch, was bei vielen passiert, dass sie so verbissen werden. Und ja, man sieht es auch oft so ein bisschen, wenn es um die Ernährung geht, wo die Leute dann anfangen, eben so ein bisschen in etwas einzurutschen, was sie gar nicht haben wollen. Also sie haben sich mal angefangen, gesund ernähren und irgendwie so ein bisschen mit kleinen Dingen vielleicht angefangen und irgendwann rutscht das weh ab. Oder mit vegan ernähren oder mit dem Sport zum Beispiel. Und irgendwann wird man immer verbissener oder man will immer verbissener sein. Und vielleicht war mir das vorher gar nicht gewesen. Und das muss man sich auch nicht aufdrängen. Es ist schön, wenn man ein bisschen will. Disziplin im Leben und vielleicht ein bisschen Ordnung und ein bisschen Struktur. Aber es kann so schnell überschwappen. Und das ist der Moment, wo es noch viel unangenehmer wird wie vorher. Und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht so erwarten. Ich glaube, sie rechnen wie nicht mit dem, weil ihr Endziel ist ja das Perfekte. Und auf einmal sind sie dort und merken, Scheiße, ich habe vergessen zu leben. Und das ist mega, mega schade. Ja, ich glaube eben gerade auch, wenn es so ein bisschen um die Themen geht, Ernährung, Sport, sieht man einfach viel, wo, wie soll ich sagen, so ein bisschen vielleicht nicht immer das Vorbild sind. Und es sieht aber so aus. Aber viele, viele, oh, das ist jetzt nicht gerade das schönste Bild. Aber viele zeigen eben nicht, wie schlecht es ihnen geht. Und gerade auch dort wieder, wenn wir so ein bisschen bei Social Media sind, es sieht an mich schon perfekt aus. Und auch die Ernährung sieht super aus. Aber es steckt so viel Fressattacken dahinter. Es steckt so viel, kann ich sagen, so viele Sachen dahinter, die wir nicht damit rechnen. Frauen, die erbrechen, Frauen, die sich abhungern. Also können ja auch Männer sein, natürlich. Und ich glaube, das ist das, was ich euch mit diesem Video eigentlich sagen will. Sobald ihr anfangt, euch in ein Muster eindrücken, perfekter werden, es tut mir so leid, ich habe im Moment mega Mühe mit Englisch und Deutsch. Mein Hirn denkt wie amigs so ein bisschen in Englisch. Ich weiß nicht, wieso das auf einmal angefangen hat. Und ich habe darum ein bisschen Mühe mit Schwätzen über die. Also einfach, wenn ich das Gefühl hat, hey, die alten Uhrenwortfindungsstörungen, das liegt an dem. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Und je mehr wir das Perfekte wollen, desto grösseren Stress machen wir uns. Und je mehr Stress das wir uns machen, desto mehr Hunger haben wir. Und auf was haben wir Hunger? Auf Süßes. Auf Kohlenhydrate, auf Brot, auf Pasta, auf Pizza. Alles das, was unserem Hirn Energie gibt. Und das wollen wir doch nicht. Weil was passiert dann? Wir essen das Zeug, wir haben ein schlechtes Gewissen, wir hungern am nächsten Tag, stopfen nachher wieder die Scheiße in uns ein, weil wir haben ja nachher wieder Hunger, wir haben Heisshunger. Unser Körper signalisiert, hey, da muss Energie, da muss Glucose ran. Und so wird das ein hoher Teufelskreis. Und das ist meine Quintessenz. Überlegt euch mal, überlegen, was ihr eurem Körper eigentlich mit dem antun. Auch eurem Kopf, aber eben auch eurem Körper. Und um diesen Teufelskreis durchzubrechen, müsst ihr vielleicht einfach jemanden haben,
die euch schnell hilft in dieser Situation. Weil es liegt nicht daran, dass du zu wenig Disziplin hast. Gerade im Essen hat Disziplin nichts verloren. Aber das ist so schwierig, jemandem so zu beizubringen. Und darum lasst einfach gesagt sein, Essen soll Nahrungsaufnahme sein, soll unserem Körper Energie geben, ein bisschen Genuss soll mitspielen, auch, wie sagt man dem, es gibt glaube ich irgendein Wort dafür, aber so ein bisschen zusammen sein, mit der Familie, mit den Freunden. Aber es soll nicht unsere Emotionen stillen oder unseren Emotionen irgendetwas geben. Wir sollen uns keine Liebe geben oder Gefühl mit Essen, sage ich. Nicht, wir sollen. Ich sage, wir sollen nicht. Weil das ist der falsche Weg. Weil dann werdet ihr jedes Mal, wenn es euch langweilig ist, wenn ihr traurig seid, wenn ihr allein seid, einsam, werdet ihr jedes Mal die Emotionen haben, die ihr nachher darauf aber essen. Und diesen Teufelskreis wollen wir nicht. Wir wollen andere Strategien. Essen ist super, versteht mich nicht falsch. Ich kenne mich, ich esse so gerne. Aber schaut auf euch. Und fangt an, euren Körper zu verstehen. Euer Hirn zu verstehen. Und auch zu verstehen, was ihr mit Teilsachen vielleicht anrichtet. Und dass das eben nicht damit zu tun hat, dass ihr versagt habt, dass ihr etwas wieder nicht durchziehen konntet, sondern das sind einfach Signale von eurem Körper, die euch sagen, so nicht. Also komm, ich habe etwas lang geschwätzt. Ich weiss nicht, ob ihr das wisst, aber ich sage euch das als extra Tipp. Da unten bei Instagram, vielleicht ist es auch da, könnt ihr bei den Einstellungen die Videos schneller machen. Ich mache das immer Minimum auf 1,25, wenn nicht sogar auf 1,5. Dass wenn jemand so lange labert wie ich, dass es etwas schneller vonstatten geht. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis gleich. Ciao!